Morden gelesen. Von Morden geht etwas schrecklich Negatives aus, finden Sie nicht? Aber ein so sonderbarer Trieb. Rauchen Sie? Nein, danke. Oh, das ist ein hübsches Kästchen. Sein Erinnerungsstück? Ja, von einem guten Freund. Wollen Sie einen Whisky? Und das ist sehr beunruhigend. Handelt es sich um ein Verbrechen? Gegen Dr. Plummer? Was soll er denn verbrochen haben, so ein reizender Mensch? Die Briefe behaupten, dass er jemand umgebracht hat. Dr. Plummer? Oh, das ist erstaunlich. Wen denn? Also das ist absolut fantastisch. Das arme Geschöpf ist von der Treppe gefallen und hat sich den Hals gebrochen. Ich weiß es, ich war dabei. Eben. Und das ist es auch, was mich zu Ihnen führt, Lady Alice. Ich hoffe, dass Sie uns helfen können. Aber selbstverständlich. Oh, stellen Sie 1000 Fragen, Mr. Kendrick. Dr. Plummer soll seine entzückende Frau umgebracht haben. So etwas würde er nie tun. Das ist völlig absurd. Dazu ist er viel zu höflich, hat viel zu gute Manier. Vollkommen recht. Sein guter Ruf ist ja so wichtig für ihn und für alle seine Freunde. Ja, und ich bin sehr froh darüber. Besonders seit diesem tragischen Vorfall. Ach, er ist seither so einsam, der Arme, und ganz melancholisch. Frau. Er ist absolut untröst. Haben alles Menschenmögliche getan, um ihn zu trösten. Bei ihm in Behandlung. Oh, Dr. Plummer hat mich geheilt. Und zwar gründlich. Aber ja, er ist ein merkwürdiger Mann, aber schrecklich anziehend. Würden Sie das etwas näher erläutern? Ach, er, sie war eifersüchtig. Aber ich glaube nicht, dass sie dafür irgendeinen Grund hatte. Er hat sie angebetet. Eine Frau spürt so etwas. Er war immer so aufmerksam zu ihr und so lieb.